Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Ihrer Sendung Euroclash. Eine Sendung mit sehr viel Herz und auch ein bisschen Verstand und vor allem sehr, sehr vielen prominenten jungen Menschen, die beim Vorentscheid vom Grand Prix gegeneinander antreten werden. Heute widmen wir uns einer ganz besonderen Spezies, nämlich die Boyband. Da ranken sich ja wilde Gerüchte und all so eine Sachen um die Boygroup. Sind die alle schwul? Haben die alle nichts drauf? Sind die sowieso kacke? Und wir werden anhand von Overground heute mal versuchen, das zu widerlegen. Durch Gespräche und durch Aktionen, die beweisen werden, dass das eigentlich alles Rock'n'Roll-Säue sind. Das ist die Aufgabe der heutigen Sendung. Okay, ready to rock. Liebe junge Menschen, wir sind jetzt hier im Waschsalon, ein Ort, der sich als Café tarnt, aber eigentlich ein Waschsalon ist. Und ein Waschsalon wiederum ist sicherlich ein Ort, Achtung, jetzt kommt die Überleitung, wo eine Band, die so viel unterwegs ist wie Overground, bestimmt häufiger hingehen muss. Seid ihr tatsächlich in Waschsalons? Nee, ne? Irgendjemand wäscht eure Wäsche sicher. Also wir waren während der Duelltour, waren wir am zum Waschsalon, da mussten wir Sachen so in so Waschsalons halt waschen. Gucken dann die Leute, wenn der Overground ihre Schlüpfer in die Waschmaschine steckt? Das war ja noch am Anfang, das war ja noch, wo die Duelltour war. Ja, ach ja. Und da waren wir, glaube ich, nicht so wirklich arg bekannt. So, jetzt können mir die Jungs ja natürlich viel erzählen, ne? Dass sie cool sind und auch so ein bisschen Rockerfleisch und dass sie relativ tough sind. Glaube ich nicht. Deswegen machen wir jetzt hier in Köln in der Innenstadt den ultimativen Test. Wie weit kann man mit Overground gehen und wie weit können die durch ihre Musik überzeugen und inwieweit steckt vielleicht auch so ein kleines Rock'n'Roll-Arschloch in den Jungs drin. All das werde ich jetzt versuchen rauszukitzeln. Und wir fangen an mit einem ersten Test. Wir stehen jetzt hier vorm Quadrupani. Ein unglaublich schrecklicher Laden, wo sehr viele Leute reingehen, die irgendwie im Medienbusiness sind und sich da einfach mal treffen, um eine Nudel zu essen und ein bisschen zu reden. Ne? Und ihr werdet jetzt da reingehen und den Besitzer oder den Kellner oder irgendjemanden überzeugen davon, dass ihr sehr schrecklichen Hunger habt. Und bietet jetzt quasi den Tausch an, ihr singt ein Lied, dafür gibt es einen Teller Nudeln. Und es wäre hübsch, wenn ihr das schafft. Auf geht's! Kommt der Chef. Das wäre wunderbar, sie würden uns helfen. Okay, machen wir das. Echt? Ah. Ah. Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr. Schick mir einen Engel, ist viel zu schwer. Komm und gib mir Kraft, durchzustehen. Bin verloren, kann nicht sehen. Schick mir einen Engel, ich kann nicht mehr. Schick mir einen Engel, es ist viel zu schwer. Denn ich fühl mich so leer heute Nacht. Spaghetti! C'è la luna, mezzo mare, mamma mia, mare dare. Figlia mia, tutte dare, mamma mia, pentaggio tu.